Was geht ab? Ich bin der Begastart und heute mein Crap Game. Warum das? Erfahrt ihr erst morgen, aber zuerst wieder zum Beispiel Crap Game bei Steam. Ihr wisst ja, Summer Sale. Da hab ich mal durchgeschaut, was da für Sonderangebote gibt. Und dass mir dieses bezaubernde, top aktuelle Spiel einfach in den Sinn gefallen. Shower with your dad Simulator 2015. Also beim Namen, ich hab da erstmal einen Lachanfall bekommen. Ich konnte schon diese Scheiße, muss ich aber mal spielen. Was spielen wir aber heute? Ich kann einfach nicht erkennen, was so stark blinkt. Drücken wir irgendwas an. Okay, ich glaube, wir drücken. Okay, wir sind natürlich mit Dina, John, Thomas und Magnum. Ey, da. Okay, achso, hier. Okay, that's my dad. Das war dad. Daddy, ich musste durch den Kord brechen. Oh Gott, das ist schwierig, weil ich weiß nicht, welcher Dad der richtige ist. Sieht alle so komisch aus. Hey, willst du mich verarschen, Mann? Hello, darkness, my old friend. Oh Gott, bitte, wir müssen einfach Rekord brechen. Da sind wir einfach die Profis. Scheiße, ich habe mit dem fremden Dad geduscht. Alter, hast du diese Gedanken? Stell dir vor, so ein echt. Muss ich zum Quad brechen? Und du schon mal den falschen Dad. Ach du heilige Scheiße. Du bist pixig, von da muss ich nicht zensieren, hoffe ich zumindest. Scheiße, Alter, schon wieder erwischt. Wie lange müssen wir jetzt machen? Ist das der Sinn vom Spiel? Das war's schon? Ich könnte doch irgendwelche guten Modi machen. Muss erst bei Desta. Ich muss so viel da oben mit der Zeit. Ich muss so viel davon schaffen, wie es so geht. Ach so. Deadstreak muss ich also aufstellen. Er glaubt, das gibt einfach eine theoretische Timelapse, weil ich bin ein richtiger Profispieler. Von daher muss es Timelapse geben. Ah, die Software geht auch immer schneller, oder? Keine Ahnung, egal. Erstmal eine Timeless. Oh, was ist das? Oh nein, ich bin langsam. Bitte hilft sie mir. Nein! Nein! Egal. Wir spielen auch einen anderen Modi, weil jetzt hoffentlich noch ein paar andere Modi. Oh, Unlocked. Extra Soap. Extra Soapy. Mann, ich kann ihn nicht lesen. Geil. Oh, hier gibt's noch mehr, oder? Alter, gibt's ja viele Modi. Wir müssen einfach alles durchspielen. Lass es doch mal. Und morgen wird auch ein Video kommen, warum ich diese Crap Games zocke. Ich bin einfach gespannt, was ich überhaupt machen muss. Was muss ich machen? Match the Dad. Ach so, soll ich jetzt einfach. Dahin? Bin ich mal anders. Das ist natürlich auch gar nicht mal so einfach, muss man sagen. Dass ich immer jedes Mal umgewöhnen muss. Aber ich natürlich bin ja so ein Profispieler. Ich muss das einfach easy schaffen. Ganz einfach. Dann machen wir auch einfach. Ganz einfach. Oh, ich hab das Soapy. Geil, Soapy. Nein, falscher Dad. Fuck. Nein. Egal. Jetzt geht das. Ich frag mich, ich komme gar nicht drauf klar. Was für Games überhaupt hier in diesem Steam-Ding schaffen, frage ich mich gerade irgendwie. Erstmal ultra heftig, der größte Scheiß. Was muss ich jetzt machen? Muss ich einfach mal meinem Dad greifen oder was? Hä? Was muss ich machen? Nee, das ist nicht mein Dad. Lol. That's my Dad. Das ist mein Dad. Das glaube ich dann falsch. Wrong Dad. Das ist mein Daddy. Daddy. Komm mal her. Hä, hab ich was falsch gemacht? Hä, falsch gemacht? Grab the Dad. Hab ich doch. Ach so. Ach so. Ja, okay, nochmal kurz. Kleine Timelapse. Nein, verkackt, egal. Wir haben noch ein anderes wunderschönes Spiel, Und falls ihr noch mehr von solchen wunderschönen Crap Games mal sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin wirklich für alles offen. Was in der Crap Games noch gibt, lockt. Ja. Ja, was soll der Scheiß? Ich muss jetzt mal hier. Wie viel? Verdammt, ich verschiebe das Spiel. Das Spiel verschoben, oder? Zack, zack, zack. Input Code. Das hack ich. Scheiße. Wurden erwischt. Naja, mehr könnt ihr nicht sagen. Musik ist auch wunderschön zu Ende. Das war ein wunderschönes Crap Game. Wenn ihr nochmal so ein Crap Game sehen wollt oder andere Sachen, bin ich für andere Sachen offen. Ich mache ab sofort auch andere Stoffe auf dem Kanal. Dazu kommt auch noch morgen ein Video, wo alles erklärt, warum und wieso jetzt. Aber das war's jetzt für heute. Bis nächstes Mal. Haut rein. Euer Lolli.